Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag, Thema offene Systemarchitektur von Kleinfernwehrgeräten für die digitale Ortsnetzstation. Spannendes Thema, die Schnittstelle oder die Schlüsselstelle im Verteilnetz ist die Ortsnetzstation und da passiert unheimlich viel und wird noch viel mehr passieren und wir mit unserer Technologie auf Basis der gestandenen Kleinfernwegtechnik von WAGO haben uns dem gestellt. Und da möchte ich Ihnen ein paar Einblicke geben, wie wir das entsprechend umsetzen und abbilden. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Daniel Wiese. Ich bin in der BU Solutions von der Firma WAGO aufgehangen. Wir kümmern uns um ganzheitliche Lösungen für die Verteilnetzautomatisierung, für die Digitalisierung der kritischen Infrastruktur. Und ja, wie gesagt, mein Thema ist heute die digitale Ortsnetzstation. Wie sehen wir als WAGO die digitale Ortsnetzstation? Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, um kurz aufzuzeigen, ja, welche Player denn entsprechend jetzt oder zukünftig entsprechend auf diese Ortsnetzstation einwirken. Da ist natürlich die entsprechende Feldebene. Das sind klassische Lastkunden, die natürlich deutlich veränderte Lastprofile haben. Das sind natürlich Solar- und Windenergie. Das sind entsprechend Batteriespeicher, Wärmepumpen habe ich hier nicht aufgeführt. Natürlich der große Bereich der E-Mobilität, Mischparks, also kombinierte Batteriespeicher mit PV-Anlagen und meinetwegen einer Wärmepumpe. All das sorgt für deutlich veränderte Lastflüsse und die merkt man ganz deutlich in der entsprechenden Ortsnetzstation. Ja, da sich diese Lastflüsse nun massiv verändern, brauche ich auch entsprechend deutlich mehr Informationen und auch Funktionen. Nicht nur in der Leittechnik, die weiterhin natürlich für die Netzführung, für die Netzstabilität zur Verfügung steht, sondern auch, ich muss Cloud-Datenbanken bedienen mit entsprechenden Daten, gerade aus der Niederspannung. Ich habe ein Asset-Management, eine Netzplanung, die entsprechend auch hier eine Transparenz braucht aus dem Netz, um die Netzplanung halt entsprechend zu optimieren und dass ich das Netz dann auch zukünftig entsprechend gut bewirtschaften kann. Und ich habe auch eine Administration. Ich habe zum Beispiel ein Gerätemanagement, auch als Patch- und Device-Management bezeichnet. Das bedeutet, gerade wenn ich sehr, sehr viele digitale Ortsnetzstationen in meinem Feld ausrolle, ein Rollout mache von intelligenter Technik, Messtechnik etc., Fernwegtechnik, dann muss ich auch diese Geräte entsprechend zentral administrieren können und entsprechend jederzeit sicher betreiben können. Hier nur mal ein ganz kleiner Einblick, dann sehen Sie auch schon ein Produkt, wovon ich gleich spreche, aber auch Lösungen. Das heißt, bei WAGO kann man nicht nur Komponenten kaufen, die man in der Ortsnetzstation verbaut, sondern auch komplette Schaltschranklösungen, die wir entsprechend anbieten, netzbetreiberspezifisch. Und hier nochmal angedeutet, der klassische Weg bis heute ist immer noch vielfach, dass diese entsprechenden Kleinfernweggeräte, die in der Ortsnetzstation verbaut werden, natürlich über bekannte Fernwegprotokolle mit der Leittechnik kommunizieren. Aber ich sagte gerade, das ändert sich gerade drastisch. Kurzer Abriss mit zwei Folien nur überhaupt zum Thema Hardware, wovon ich hier spreche. In der Mitte sind mal die bekannten Kleinfernweggeräte von WAGO, die also in einem Schaltschrank in einer Ortsnetzstation platziert werden, einfach mal dargestellt. Im Endeffekt ist es erstmal ein klassisches Automatisierungsgerät. Damit kann man Gebäude automatisieren, da kann man Schiffe mit automatisieren, damit kann man eine Gasdruckregelanlage automatisieren etc. Und diese Geräte haben Betriebssystem, Linux-Betriebssystem, im Endeffekt nichts anderes als ein kleiner PC. Und diese Produkte gibt es halt in verschiedenen Ausführungen, bei sehr kompakter Bauweise, um diverse Prozessbusschnittstellen zu bedienen, um nicht nur zur zentralen Ebene zu kommunizieren, natürlich auch zur dezentralen Ebene. Das heißt, das sind Messgeräte, das ist ein Rond, das sind Mittelspannungsmessgeräte etc. pp. Und wie gesagt, diese Geräte sind grundsätzlich erstmal eine klassische SPS, eine programmierbare Steuerung. Da gibt es entsprechende Codesys-Programmierumgebung, wo ich diese Produkte halt klassisch programmieren kann mit Funktionen, die ich brauche. Und top kann ich dann eine HTML5-Visualisierung erstellen, um den Prozess auch dezentral sichtbar zu machen. Und das Besondere an unseren Produkten ist aufgrund der Linux-Betriebssystemumgebung, dass ich es nicht nur als klassische SPS oder als Fernwegtechnik verwenden kann, sondern auch als, ja, ich sag mal, offene Systemumgebung, indem wir hier die Linux-betriebene
offen zugänglich machen, sodass ich das Produkt entsprechend auch in Hochsprache programmieren kann. Java, Python, HTML, C, C++. Das kann ich kombinieren mit einer klassischen SPS-Umgebung. Das kann ich aber auch alleine nutzen. Und über diesen Weg komme ich halt in den Genuss, auch komplexe Funktionen jetzt in eine Ortsnetzstation, in eine Fernwegtechnik zu bringen. Und da zeige ich gleich mal zwei Beispiele. Und am Ende gilt da auch das ganze Thema Docker für. Docker, ein bekanntes Thema aus der IT und OT. Das heißt, Docker-Container, die ich möglicherweise schon aus der Community habe oder selbst programmiert habe, kann ich entsprechend einfach in diese kleinen Fernwegtechnik implementieren. Es ist dann auch nicht nur der Kopf alleine, sondern wir haben dann auch eine entsprechende modulare IA-Ebene. Das heißt, an diesen kleinen Fernwegkopf, an diese Steuerung kann ich entsprechend auch sehr viele Module anreihen, um klassische Signale aus dem Feld. In der OZ-Station sind das teilweise Mittelspannungsschaltermeldungen oder Stellungsmeldungen. Das sind Befehlsausgabemodule, um den Motorantrieb fernzuschalten. Das sind Analogeingangsmodule, um zum Beispiel eine PT100-Messung für eine Trafotemperatur oder eine Außentemperatur durchzuführen. Wir sagen da auch gerne Lego für Erwachsene zu. Das heißt, ich habe eine Aufgabe im Feld, ich platziere die Steuerung mit den entsprechenden Modulen und kann mich entsprechend sehr flexibel dann mit den Anforderungen dann austoben. Ja, kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den hatte ich eben schon erwähnt, das sogenannte Geräte-Applikationsmanagement. Wenn ich also als Netzbetreiber, als Stadtwerk, als Energieversorger einen Rollout plane und ich rede hier nicht von 10 Ortsnetzstationen, sondern von 100, von 1000, von 10.000 Ortsnetzstationen, dann hatte ich eingangs gesagt, dann muss ich auch in der Lage sein, die sicher betreiben zu können. Da muss ich diese Produkte provisionieren, ich muss sie patchen, wenn entsprechende Sicherheitslücken bekannt werden. Ich möchte ein Applikationsupdate machen. Ich möchte Funktionen hinzuladen. Das geht natürlich nur aus einer zentralen Instanz heraus. Und da gibt es auch im Bereich der Open Source entsprechende Möglichkeiten, also ein massentaugliches Verfahren. Und da möchte ich einen ganz kleinen Einblick geben, wie das aussehen kann. Ganz wichtig ist halt, es ist kein proprietäres Protokoll oder Tool, sondern entsprechend Standard aus der Open-Source-Gemeinde und ist schon in der IT und OT etabliert. Ganz kurz angedeutet, wir sehen nochmal unten rechts die entsprechenden Ortsnetzstationen. Das sind sogenannte Worker in der Sprache. Worker sind dann halt unsere Vago-Kleinfernweggeräte und es gibt dann entsprechend einen Swarm-Manager. Das ist also die zentrale Instanz, die die ganzen Worker entsprechend koordiniert. Und entsprechend gibt es dann zu diesen Möglichkeiten entsprechende Visualisierungstools. Portainer ist so ein Tool, was es in der Branche gibt und sich etabliert hat. Dort kann ich dann auf zentraler Ebene sehen, ja, wie viele Geräte sind überhaupt entsprechend zentral angemeldet, welche Geräte haben welche Firmware, welche Geräte haben welche Applikationen inne etc. Das kann man dann schön grafisch alles in dem Docker Swarm Manager halt sichtbar machen. Und in diesem Fall kann ich natürlich auch diesem Docker Swarm Manager entsprechende Firmware zum Beispiel bereitstellen, unterschiedliche Firmware und wie gesagt auch Applikationen, Patches etc. Und über diesen Swarm Manager habe ich dann die Möglichkeit, diese entsprechenden Lösungen, also diese Firmware beispielsweise auf meinetwegen 200 von meinen 500 Stationen dann auch entsprechend als Cluster aufzuspielen. Und natürlich gibt es dort auch eine Rollback-Roll-Forward-Strategie. Das heißt, wenn dieses Update entsprechend fehlschlägt, dann geht das Gerät in den Ursprung zurück und so weiter. Ich habe ja also auch ein komplettes Monitoring auf der zentralen Ebene. Und dieses Tooling machen wir uns zunutze, dass wir zum Beispiel, wie gesagt, unsere Firmware in diesen Container packen und genauso aber auch Funktionen, da zeige ich gleich nochmal eine, in Container packen. Und so bin ich entsprechend zukunftssicher aufgestellt. Ich habe meine Geräte jederzeit im Blick und kann aber auch jederzeit Funktionen in bestimmten dezentralen Geräten dann entsprechend aufspielen. Das Ganze ist natürlich auch verschlüsselt. Das ist klar, das ist entsprechend zertifikatsbasierend verschlüsselt, sodass man da ja auch eine End-zu-End-Verschlüsselung hat, sodass dann auch entsprechend hier kein Angreifer dazwischen sich schalten kann.
Ich fasse das nochmal zusammen. Das heißt, Update einzelner Geräte oder natürlich N-Geräte ist per Klick entsprechend einfach möglich. Roll-Forward-Roll-Backward-Strategie ist also fest integriert, sodass ich auch sicher gehen kann, dass die Geräte mir nie verloren gehen. Es ist kein Vago-proprietäres Tooling, es ist also am Markt etabliert. Eine Integration in eine Cloud ist entsprechend auch möglich. Und wir verwenden ausschließlich Standarddienste auch auf unseren Geräten. Also auch da gibt es keine spezielle Firmware oder so, sondern unsere Standardgeräte von der Stange unterstützen schon diese Funktionalität. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Jetzt waren wir eben bei dem Thema Firmware. Jetzt geht es auch darum, Applikationscontainer bereitzustellen. Das machen wir als Vago, indem wir Funktionen entsprechend ausprogrammieren und in Containern dem entsprechenden Netzbetreibern oder Endkunden zur Verfügung stellen. Ein Beispiel möchte ich hier mal vorstellen, das ist die sogenannte dezentrale Weitbereichsregelung. Was heißt das grundsätzlich? Ich habe also wieder ein Kleinfernwehrgerät, eine Vago-Steuerung in einer Ortsnetzstation, zum Beispiel auch dann entsprechend direkte Kommunikation zu den Kurzschluss-Erdschussanzeigern der Mittelspannungsseite hergestellt. Und dann habe ich natürlich einmal den klassischen Weg, das heißt die Anbindung an die Leittechnik, entsprechend für die Netzführung zuständig ist. Und für die dezentrale Weitbereichsregelung brauche ich auch eine Kommunikation in das Umspannwerk. Das heißt, wir bauen schon mal zwei Verbindungen aus dem Vago-Kleinfernwehrgerät auf, via IPsec-Tunnel meinetwegen verschlüsselt, separiert voneinander. Und in diesem Umspannwerk sitzt dann entsprechend auch ein dezentraler Weitbereichsregler, also auch ein Vago-Produkt, eine Steuerung, die entsprechend dann die UW-Regler und entsprechend dann ansteuert. Und was machen wir hier? Wir berechnen also in der Ortsnetzstation die sogenannte Mittelspannung, also wir berechnen die Mittelspannung, indem wir sie nicht messtechnisch erfassen, sondern anhand von gemessenen Niederspannungswerten, von Trafo-Parametern etc. im Kleinfernwehrgerät berechnen und dann diese berechnete Mittelspannung entsprechend dem jeweiligen Umspannwerk, was für diesen Ring verantwortlich ist, zur Verfügung stellen. Und da kann man entsprechend dann eine sogenannte dezentrale Weitbereichregelung durchführen. Das Ganze sieht hier nochmal ein bisschen bildlich dargestellt so aus, dass es also eine Standardapplikation von Vago gibt, die sieht man auf der linken Seite. Das ist eine Applikation, die nennt sich Grid Gateway. Da haben wir zum Beispiel alle Funktionen oder auch Parameter, Messwerte etc. visuell dargestellt, dezentral, wie gesagt, auf dem Vago-Kleinfernwehrgerät. Unter anderem können wir dann auch die dezentrale Niederspannungsmessung an den Trafo-Abgängen visuell darstellen. Und diese generierten Messwerte, die entsprechend aus externen Messgeräten in der OZ-Station kommen, die tauschen wir intern halt mit diesem entsprechenden Berechnungscontainer aus, wo diese Mittelspannungberechnung dann durchgeführt wird. Das heißt, ich habe jetzt meinetwegen hier einen entsprechenden Ring am Umspannwerk, wo eine Weitbereichsregelung Sinn macht, um die Netzkapazität zu erhöhen bzw. mein Netz besser bewirtschaften zu können. Das heißt, ich kann dann entsprechend mit diesem Swarm-Manager, den ich eben vorgestellt habe, diese OZ-Station mit diesem Mittelspannungsberechnungscontainer ausstatten und komme dann in den Genuss, hier sehr schnell eine Zusatzfunktion zu implementieren. Das ist jetzt mal ein Beispiel, was wir umgesetzt haben, in dem Fall mal auf Kundenanforderung. Man kann sich jetzt noch weitere Dinge vorstellen, die sind auch schon in der Entwicklung bei uns, ein dezentrales netzdienliches Lastmanagement. Auch da werden wir zukünftig einen Applikationscontainer bereitstellen, der diese Funktion dann auch dezentral in der OZ-Station ermöglicht. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten. Eine Netzflussanalyse werden wir auch implementieren, sodass ich auch dezentral ein Ortsnetz berechnen kann im Vago-Kleinfernwehrgerät. Das sind alles so Beispiele, wo wir Apps im Endeffekt anbieten möchten, unseren Kunden als Container. Und da, wo ich es brauche, spiele ich es dann einfach auf. Das sind dann Lösungen von uns, aber genauso kann jeder Endkunde, der entsprechend die Kenntnisse hat über diese Technologie, auch eigene Container erstellen und die natürlich genauso gut sukzessive auf den Stationen, wo er es braucht, dann entsprechend ausrollen. Und damit gewähren wir eine maximale Zukunftssicherheit, das heißt Geld nur einmal ausgeben für die Vago-Kleinfernwegtechnik in der Ortsnetzstation und in diesem Fall zukunftssicher sein durch Applikationsupdates und aber natürlich auch durch ein Firmware- und Patch-Management. Ja, das war's von meiner Seite. Sollte man einen kleinen technischen Einblick geben, wie wir uns eine digitale OZ-Station vorstellen und welche Möglichkeiten dann auch unsere Technologie bietet. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne an unserem Stand vorbei. Wir freuen uns. Vielen Dank.